Alles zu ihrer eigenen Sicherheit gerade hier. Vorsicht. Vorsicht bitte. Oh shit. Oh shit. Ich habe den Zahn umgefahren. Alles gut. Alles gut. Oh, der hat die Kuh. Guck mal, er hat die Kuh gerettet. Tja, der wettert die Kuh hinten drauf. Ich glaube, ich sterbe. Alter, wie geil ist das denn? Hallo liebe Zuschauer, da bin ich wieder, Ralfing LP mit einer weiteren Folge LSPDFA, heute wieder als Sheriff in diesem wunderbaren Fahrzeug, in diesem fetten Hammer. Wir starten mal wieder hier in Palito Bay und werden uns heute aufmachen zum Militärgelände. Das habt ihr oft gewünscht, das werden wir heute auch machen. Und mal ganz kurz schauen, die Route dahin ist einmal hier runterfahren und dann dahin. So, der fällt auch schon Schlangenlinien. Geht's dir sonst gut? Ja, ich hoffe schon. Jo, euch da draußen, hoffentlich geht's euch auch gut. Ich hoffe, ich kann euch jeden Tag wie immer ein bisschen was Abwechslungsreiches bringen, euch was Cooles zeigen. Ist denn sein Auto gerade kaputt gegangen? Ach komm, nicht dein Ernst, oder? Warum brechen denn die Autos immer direkt vor mir zusammen? Hallo, Sie da vorne. Hallo. Bleiben Sie stehen. Mein Auto ist so scheiße langsam, ich kann ihn nicht anhalten. Oh Gott, Kollege, helf mir. Hallo, du da. Naja. Ah! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich wollte nur noch anhalten. You cancel the traffic stop? Really? Alles klar. Puh, okay. Nachdem ich das Auto erstmal von hinten fast überrollt habe und meine Schrotflinte rausgeholt habe, so machen wir das natürlich nicht. Schönen guten Tag, es tut mir leid, dass ich Ihr Auto angefahren habe. Können Sie mal bitte ganz kurz aus dem Auto aussteigen? Ihr Fahrzeug qualmt wie Sau. Ja, ich würde mir das mal ganz gerne anschauen hier. Gucken Sie mal. Schauen Sie mal, hier kommt Rauch raus. Das ist kein gutes Zeichen. Die linke Felge ist nicht mehr mit einem Reifen bestückt. Das heißt, Sie dürfen nicht weiterfahren. Mensch! Oh, man. Ja, oh man, ne? Hab ich auch gedacht. So, ich werde jetzt erstmal hier Fahrzeug abschleppen, weil das geht überhaupt nicht klar so. Da hinten der LKW-Fahrer, Ihnen geht's gut. Ja, kein Gehupe. Ey, ich bin begeistert, Leute. Passt mal auf. Ich habe einen Einsatz und die hupen nicht. So, Sie da, der Herr. Ihnen würde ich gerne mal kurz ein Taxi rufen. Ja, weil damit können Sie nicht weiterfahren. Ich würde Sie bitten, dass Sie dann die Rechnung fürs Taxi bei Ihrer Versicherung einreichen. Das Auto wird jetzt abgeschleppt. Sie gehen mal bitte mal runter von der Straße, damit wir hier auch den Straßenverkehr nicht behindern. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Mann, 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 ey. Frau Sheriff muss wieder gleich voll hart eingreifen. Yo, da kommt das Taxi in der Tow Truck, genau. Ein nicht euer Ernst. Nein, die... Aber ihr kommt zu recht soweit? Ja, ich glaube, das ist typisch GTA hier. Also der Fahrer... Doch, er steigt ein. Okay. Der Tow Truck hat ihn am Haken. Genau. Und fährt das mit ins Taxi rein. Super. Erfolgreich gelöst. Achtung, ich möchte da rein. Alle geiles Auto, aber auch... Oh, ich will da nicht ins Auto fahren. Der sieht schön aus, ey. Ja, viele Leute haben auch schon bemerkt, ich habe GTA 4 Fahrzeuge importiert. Ist ein Traum. War die beste Entscheidung jemals, die ich gemacht habe. Und ja, schon sobald die Polizei hinter den fährt, fahren sie wie die letzten Vollidioten. Da schleichen sie vor sich hin. Wir sehen uns gleich wieder dann, wenn wir am Militärgelände sind. Die nächste Ausfahrt ist schon unser Ziel. Ich bin mir sehr gespannt, was die Callouts im Polizeigelände, sei schon hier, im Militärgelände so machen. Ich hoffe auch, oh Gott, jetzt hört es mir gerade auf, ich hoffe auch, ich habe den Mod installiert, dass ich überhaupt rein kann. Sonst wird das eine sehr kurze Aufnahme heute. Let's see. Die Schranke geht schon mal nicht auf. Hallo? Ups. Ich bin eine Frau. Ich habe ein großes Auto. Hallo der Herr, guten Tag. Ja, schießt schon mal nicht auf mich, ist ein gutes Zeichen. Wobei eigentlich eher die Prison Guards auf mich schießen, oder? Oh, leck mich am Arsch, ein Panzer. Ein fucking Panzer. Hallo, ich bin ein netter Mensch, eine nette Frau. Tschüss. Oh Mann, ey. Okay, wir machen was, was ich schon die ganze Zeit mal machen wollte. Wir halten einen Panzer an. Ey, wenn der dann flüchtet, ich drehe am Rad. So. Jetzt machen wir erstmal hier Fahrzeugkontrolle. Fahren Sie mal rechts. Wow, wow, wow.
So, der Rhino wird überprüft mit dem Kennzeichen 00TXE312. Hallo, guten Tag, der Panzerfahrer. Wie geht's Ihnen denn? Wo sind Sie denn überhaupt? Hallo. Herr Panzerfahrer? Ah, gucken Sie mal. Hallo, Herr Driver. Ich sage mal, guten Tag. Ich hätte eine Frage an Sie. Haben Sie vor kurzem was getrunken? Nein. Haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Nein. Haben Sie irgendwas dabei? Darf ich Sie Ihr Auto durchsuchen? Nein. Haben Sie irgendwas Illegales im Fahrzeug? Nein. Oh Mann, ey. Ich hätte gerne mal Ihren Führerschein. Ich weiß noch nicht mal, wo der sitzt. Jim Macaroni. Guck mal, der heißt, das ist so ein Deckname. Niemand heißt mit Nachnamen Macaroni, Alter. Nicht dein Ernst, oder? Jim auch noch. Macaroni. Kannst du essen, aber das ist doch... Okay, ist doch nicht dein Ernst, ey. So, warte mal. Es gibt auch einen Passenger. Komm mal, mal bitte alle aussteigen. Mal bitte alle kurz aus dem Fahrzeug raus. Oh, sorry, ich stand auf der Luke. Sind es nur Sie, ja? Herr Macaroni? Was denn? Was macht denn? Ja, Entschuldigung, ich schau doch in die falsche... nein, ich bin Polizistin. Nein, nein, nicht mich. I kill you. Nix da. Ich weiß, ich bin... Nein, Entschuldigung. Nein, jetzt seien Sie mal nicht so... Mann, jetzt hört mal auf, mich anzuschreien. Ich bin eine... Ja, entschuldige. Ja, ja, nicht unter... Oh, okay. Rock and Roll, ich habe da gar nichts gemacht. Chill mal dein Leben, Alter. Sie können jetzt eigentlich übrigens weiterfahren. Oder warten Sie mal, ich werde Sie mal ganz kurz hier grabben. Ach, geht leider nicht, schade. So, dann würde ich sagen... fahren Sie mal weiter mit Ihrem Panzer, ne? Ist soweit in Ordnung. Ja, gut, er steigt wieder ein, sehr gut. So, und würde sagen, super gemacht bis jetzt der Einsatz. Was haben wir denn noch hier so auf dem Gelände? Also ich war schon ein bisschen angespannt hier gerade bei der Lage. Ach guck mal, da vorne stehen auch noch Guards. Ich glaube, da sollten wir mal langfahren. Was mich sehr gewundert hat, war, dass ich, dass da kein Panzerschütze drin war. Dass nur der Fahrer drin war. Da vorne gucke ich meinen Helikopter an. Da fahren wir mal hin. Vorsicht! Lady Sheriff kommt. Hallo. So, schönen guten Tag. Was ist denn das für ein toller Helikopter? Ich schaue mir den mal an, ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung, ne? Und leck dieser Turmschutz, da möchte ich auch mal hochklettern. So, ich überprüfe mal ganz kurz das Fahrzeug. Ach, guck mal, da ist unser Panzer wieder. Naja, als ob er mich nicht... Kann ich einen Towtruck für den rufen? So, eine Valkyrie. Ja, ich probiere mal. Ich glaube, die Valkyrie ist... Die Herren und die Damen, ich muss jetzt leider mal ihr Fahrzeug abschleppen. Das mache ich aber auch nur, weil ich das einfach ausprobieren möchte. Das macht zwar jetzt auch keinen Sinn. Aber let's do it, man. Suspect's license plate 20 Charles Paul George 739 No 10. Habe ich abgebrochen und die Valkyrie kann ich abschleppen lassen. Schönes Fahrzeug habt ihr da. Alles gut bei mir, vielen Dank. Ja, könnt auf jeden Fall weitermachen. Ich werde mal schauen, ob ich so einen Panzer abschleppen lassen kann. Aber ich muss erst mal wieder einen finden. Der andere ist jetzt irgendwo. Schnell so tun, als hätte ich einen Einsatz. Alarm, Alarm, da tütet da. Okay, fahren wir mal da um die Ecke. So, hier stehen ganz normale Fahrzeuge rum. Oh nein, bitte kein Regen. Ich hasse Regen. Ach, guck mal, hier ist der Panzer. Da ist ein Panzer. Guten Tag, Herr Panzer. Dann schaue ich mal, ob ich den abschleppen kann. Ich meine, wenn das wirklich der Fall sein sollte, wird der Towtruck sowieso dran hängen bleiben. Sieht nicht so aus, als würde ich irgendwas machen. Aber irgendwer klaut hier gerade ein Auto. Ah doch, guck mal. What, really? Halt sie da, stopp, stehen bleiben, stopp. No! Und das interessiert euch nicht hier, Military? Alter, really? Mann, ey. Und warum muss es denn jetzt wieder regnen? Ich hasse Regen. Wo ist denn der mit seinem geklauten Auto jetzt hin? Oh Mann. Ach guck mal, da kommt der Towtruck. Das Spektakel will ich mir aber dann noch reinziehen. Ich glaube, es wird natürlich fail. Ja? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber mal ausprobieren und ihr seid live dabei. Und Spannung steigt. Das ist ja ein großer Towtruck. Und? What the fuck, Alter? What the fuck? Guck mal. Oh Gott, und der Der Panzer hat auch noch eine Alarmanlage. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. Ich hoffe, der... Sind die jetzt im Rage-Mode hier? Nee, nee, das ist einfach scheißegal. Der hupt vor sich hin. Na dann. Auf Wiedersehen. Das Wetter sackt schon ganz schön hart, muss ich sagen, hier gerade.
Boah, Alter, diese Jets. Nice Job, Leute, nice Job. Oh, da hinten, schaut. Oh, ja, ein schönes Fahrzeug. Ist hier jemand drin? Nein. So, da vorne fährt einer mit dem Auto. Den würde ich auch mal gerne kontrollieren, aber ich komme hier gerade nicht raus. Oh, Stoppschild einfach mal ganz krass überfahren. Ah, ich glaube, ich komme hier auch gar nicht raus, oder? Nein, scheiße. Ah, RIP-Ralf-Verfahren auf der Militärbasis. Ah, guck mal, da ist ein Tier. Das können wir mal anhalten. Vorsicht! Vorsicht! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Viech! Stehen bleiben! Er hat sich verlaufen auf der Militärbasis. Ich muss es anhalten. Schnell, Helikopterunterstützung. Oh shit. Oh, das war ja James Bond-like hier. Ah, ich glaube, der will nur Unterschlupf beim... Nö, wo will er denn Unterschlupf? Ah, ich glaube, das Vieh weiß auch nicht so recht, was es will. Ja, RIP. Dann haben wir hier noch so einen schönen Helikopter stehen. Der stand hier gerade auch noch nicht. Wobei, den werde ich auch nicht untersuchen. Wir werden uns mal auf die Suche nach einem Fahrzeug machen, der fährt. Und die Person überprüfen, ob es dir dann auch gut geht. Oder ob die hier unter Drogen stehen beim Militär. Wobei, apropos unter Drogen. Der steht hier mitten im Regen. Schönen guten Tag. Ist total windig und kalt und sie stehen hier, als würde sie nichts ausmachen. Ich glaube, es liegt doch daran, dass sie krasser Marine sind. Die wissen immer alle, was geht. So, weiter in das Callouts habe ich aufgemacht. Super, hätten sie, ich hätte gerne mal kurz ihre Hunting-Lizenz und Drug-Analyzer gemacht. So, haben sie den Drogen genommen? Ja, Mann, Cannabis. Und sie haben sogar eine Hunting-Lizenz. Dann schauen wir, haben sie auch Air Ambulance, hole ich mal für sie und einen Veterinär. Warum auch nicht. Entschuldigen Sie, ich muss Sie leider festnehmen. Hallo, Sie können, Sie haben, ganz ehrlich, das geht gar nicht klar so. Sie haben ja voll krass Drogen am Start. Hallo. Hallo. Nein, nicht schlau. Oh shit, ob das eine gute Idee war. Nicht gute Idee. Keine. Easy. Alles klar, alles klar. Alles gut. Mann, das war ein Scherz. Ich hasse es, wenn ich die Leute verprügel. Kann ich jetzt eigentlich... Mann, Alter, wo kommt jetzt hier so ein Sturm? Sag mal, ey. Beste Wetter ausge... Oh, oh. Wer läuft da drüben auf mich zu? Mit einem Gewehr? Und warum? What the fuck? Bist du... Ist das... Bist du... Der Veterinär? Mit dem Snipergewehr und... Wer bist denn du? Wie siehst du denn überhaupt aus, Alter? Was bist denn du für eine Figur? Alter, was geht denn ab? Was ist das denn für ein Typ? Entschuldigung. Ich würde sagen, Sie halten wir mal an. Sie sind ja total suspekt. Entschuldigung, hallo. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Du bist ja eine krasse Gestalt, Mann. Sieht aus wie der Ötzi-Mann mit einem Snipergewehr, der über die Militärbasis rennt. Mann. Ich würde sie mir ganz kurz gerne hier festnehmen und, wenn Sie der Veterinär sind, Herr Juan aus Santiago, dann weiß ich auch nicht, ey. Ich sage Ihnen aber eins, Sie sehen echt freaky aus, Mann. Was bist du denn für einer? Entschuldigt bitte, ja, statt durch den Hut sehe ich jetzt nicht viel, aber... Alter Schwede! Kollege, Mann, du hast ja gelitten, oder? Hast du ein Glück, dass ich dich festgenommen habe, ohne Scheiß. Oh, bye. Ich glaube, ich lasse dich wieder frei. Du wirst schon noch deinen Weg gehen, so, ne? So... Aber passen Sie bitte auf das nächste Mal, ne? Ich habe jetzt mir das Snipergewehr geschnappt. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Aber im Moment, eine Sache können wir noch regeln, glaube ich, ja. Und zwar auch mal hier mal einen kurzen Drogentest machen. Ich sollte vielleicht von den Weitern des Callouts die Tasten neu überlegen. Alles klar, vielen Dank. So, den Typen da vorne muss ich auf jeden Fall noch festnehmen. Der hat, wie gesagt, Mariano geraucht. Also beim Militär habe ich da ein bisschen anderes. Als auf der Straße, bei Gangs und so, wäre es egal. Aber der Kollege, war das der? Können Sie mal bitte auch ganz kurz hier einmal Drogentest machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sehen aus wie alle hier auf der Militärbasis. Na, das darf man nicht. Dankeschön, Wiedersehen. Wo ist denn dieser Typ hin? Hat er sich jetzt versteckt oder ist er nach Hause gefahren? Ach, ich glaube, der war's. Sei gegrüßt. Alter Ganove. So. Irgendwie kann ich hier nicht mit dem reden. Na gut, dann kriegt er nochmal Drogentest. Nochmal zur Kontrolle. Mal bitte kurz schauen, ob Sie das wirklich sind. Ja, Cannabis, positiv. Leider geht die E-Taste gerade nicht. Wow, was mache ich denn jetzt? Okay, dann muss ich jetzt mal kurz warten. Warum haben wir denn einen Roadblock hier, ey? Was ist denn da los? Respond Code 2, alles klar. Ja gut, der Typ mit dem Cannabis, wie gesagt, es gibt Schlimmeres im Leben, aber... Wo haben wir denn jetzt einen Roadblock und why? Wer bist du denn, Alter? Warum laufen hier lauter so gestörte Leute durch die Gegend?
Aber ganz ehrlich, für einen Roadblock bin ich jetzt gerade überfragt. Ist das hier vorne? Naja, müsste da vorne sein. Ach, guck mal, die Kühe. Was ist denn los mit euch in der Militärbasis? Kusch, kusch. Ja, scheiße, man, wo soll ich denn die Kühe packen, ey? Könnt ihr mal ein bisschen hier, hallo? Mu, hallo, bewegt euch mal. Oh, scheiße, ey. Kann ich den auf den Klaps auf den Hintern geben? Nein, das war, nicht das, was ich wollte. Ja, wobei, ich habe noch nicht mal gekillt. Wie kriege ich euch denn von der Straße runter, ihr Kühe, Mann? Ich meine, ich könnte ein Gruppenbild mit denen machen, ne? Steht mir auf jeden Fall. Ja, meine Freunde, ich glaube, wir kriegen gleich ein leichtes Problem. Ich werde mich mal ein Stück hier wegbewegen und hoffe, dass der Panzer... Ja, der Typ auf der Straße ist schon mal die Nummer 1. Ist sowieso der Beste. Was mache ich denn jetzt mit den Kühen hier, Alter? Oh, shit. Please don't, please don't, please don't. Okay, wir haben die Kühe auf der Straße. Ich weiß nicht, wie ich sie wegkriegen soll. Entschuldigung, der Fahrer. Ich kann mit dem auch wieder nicht reden, oder muss der wieder draufklettern? Hallo? Ja, ich würde gerne mal mit ihnen reden, aber es geht da nicht. Was mache ich denn jetzt mit den Kühen, ey? Soll ich die mal antasern oder so? Ah, das überleben die anscheinend. Oh, voll in den Arnis getasert. Ja, jetzt auf zu hupeln, Panzermansch. Ich versuche doch hier schon das Möglichste, was ich... Ich bin keine Kuh. Was mache ich denn da jetzt, Leute? Ich weiß es nicht. Ich rufe mal hier Wett. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Veterinär hierher kommt und auch jetzt bei den Kühen was machen kann. Aber ich bin echt überfragt gerade, wie ich denn hier die Kühe da runterkriegen soll. Hallo. Vielleicht leicht anfahren. Ah. Ah. Alter, guck mal. Was zur Hölle? Ich krieg die Kühe da nicht weg. Da müssen rabiatere Mittel her. Oh fuck. Oh fuck. Ich hab den Panzer. Oh oh. Kuh. Nice, guck mal, der Wett fährt einfach drüber. Easy, Alter. Aber ich glaube... Kommt der Wett auch nochmal oder muss ich nochmal einrufen? So, Herr Panzerfahrer, entschuldigen Sie bitte, aber Sie sind aus solchen Schlachtfeldern mit Sicherheit gewohnt. Oh, wer bist du denn? RIP. Ja, hab ich den Fahrer... Leute, ich glaube, ich habe den Fahrer gekillt. We have an ambulance requested in Fort Zancudo. Units respond code 3. Ich glaube, wir müssen den Panzer mal auf die Seite fahren. Damit hier nicht irgendwas passiert. Oh ja, ich habe den Fahrer überfahren. Alles zu ihrer eigenen Sicherheit gerade hier. Vorsicht. Vorsicht bitte. Oh shit. Ich habe den Zahn umgefahren. Alles gut, alles gut. Oh, der hat die Kuh. Guck mal, er hat die Kuh gerettet. Tja, der Wetter hat die Kuh hinten drauf. Ich glaube, ich sterbe. Alter, wie geil ist das denn? Ja. Ich glaube, ich muss da ganz viele rufen, so wie es aussieht, ne? So kommen wir hier nicht weiter. 2, 3, 4, 5. 5 Stück brauche ich hier. Für jede Kuh ein. So. Ja, der Krankenwagen lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Vorsicht bitte. Warten Sie mal, ich muss mir hier noch eine Absperrung machen. Sehr gut. Komm mal bitte hier hinter. Kann mich, wo der Krankenwagen bleibt. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich rufe mal nochmal einen Krankenwagen oder ich rufe mal Wetter EMS. Attention all units, medical aid requested in Fort Zancudo. Officers report a pedestrian struck by a vehicle. Dispatch units from Fort Zancudo. An ambulance requested from Palato Bay. Respond code 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht bitte. So, die Kühe werden langsam abgeholt. Vorsicht, Truckfahrer. Ich habe doch extra dann ein Schild hingemacht, dass wir da nicht durchfahren sollen, Mann. Wetz, ruhig bleiben. Guck mal. Oh ja. Ja, bitte hol ihn wieder, Mann. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Was mit Prank Call? Stimmt doch gar nicht. Hier sind doch lauter tote Kühe. Was ist denn los mit dir? Warum, wohin fahren denn die Wetttypen? Sind doch völlig bescheuert, ey. Da liegen sie doch. Und?
Oh no, das ist RIP, ne? Scheiße, ich habe nicht getötet. All units, code 4. So. Ja, die Kühe haben hier in der Militärbasis eigentlich nicht zu suchen, ja. Also das muss man ganz klar sagen. Ich frage mich wirklich, was da schiefgegangen ist. Ich kann es euch nicht sagen. So, ich glaube, hier ist auch somit alles geklärt. Ihr seht, ich habe das super im Griff. Die Vets haben auch wirklich die ganzen Tiere abgeholt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, würde mich sehr freuen. Und Feedback zur Folge, wie immer, in die Kommentare. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Macht's gut. Peace.